grüß euch. Wir sind da in der Südsteiermark. Ist das schon Südsteiermark schon, gell? Ja, das ist also von Graz. Ja, aber ist ja im Süden Graz, ne? Wurscht. Wir sind da in der Richtung von Graz. Richtung. So, du bist gefahren. Ja, ja. Achso, ich fahre da mal nicht durch. Nein, du musst mir sagen, welche Richtung fahren wir jetzt? Ja, jetzt fahren wir Richtung Gradkorn rauf. Richtung Gradkorn, okay. Dann fahren wir da auf die Autobahn noch fahren, Richtung Slowenien. Ja. Und dann fahren wir halt Richtung Pöflach heute wieder runter. Mhm. Und dann werden wir uns, was wir das letzte Mal alles nicht machen haben können, wegen Nebel. Ja. Den habe ich heute für heute abgestellt. Ja, sehr gut. Und schaut sehr gut aus. Ja, genau, den habe ich für heute abgestellt. Und darum werden wir heute den Höhepunkt da oben erreichen. Höhepunkt? Ja. Sehr gut. Also, Höhepunkt ist immer gut. Gipfelkreuz. Ein wunderschöner Tag heute. Ich habe nicht damit gerechnet, weil es so komisch ausgeschaut ist. Hast du gut bestellt? Ich mache das. Ja, wenn der Hubert sagt, dann wird das. Also wir freuen uns auf eine schöne Ausflugstour. Genau, und das ist Teil 2. Teil 2. Ich habe gedacht, weil ich habe ja Rückmeldungen gehabt. Ja? Wirklich, ich habe nur Rückmeldungen. Nein, ja, super. Eine ganze Menge, also 2 waren sicher. Und dann habe ich die Idee gehabt, jetzt machen wir da einen Teil 2. Nein, wirklich sehr positive Rückmeldung. Ja, super. Und das Einzige, was manche gefragt haben, wer ist denn der mit der hübschen Stimme? Echt? Ja, weil du bist ja nirgends so. Ja, danke. Nur einmal dein Hund da, ob er dein Tischstein ist. Der hat gesagt, wie schaut denn der aus? Da sind da wieder für scheins Weibel da wahrscheinlich. Nein, ich bin so schier, ich will mich nicht auf die Kamera. Nein, ich habe schon schöne Frauen gesagt. Jetzt habe ich mir gedacht, machen wir einen zweiten Teil. Ja. Weil das noch nicht fertig ist. Weil du musst nicht alle wissen, wie es bei uns ausschaut, wenn wir am Höhepunkt sind. Ja, genau. Und das gibt im Kreuz, hast du auch noch nicht gesehen. Nein, gar nichts. Jetzt muss ich da schauen. Graz, West, Slowenien. Ja. Ja. Wie gesagt, also wenn wir falsch fahren, kein Problem, ich habe einen Reisepass. Echt? Ja, grünen Pass habe ich zwar keinen, aber einen Reisepass habe ich dabei. Echt? Ja. Ja, mein Faust. Ich bin da flexibel. Mein, weißt du, wie schön die Bäume. Wunderschön. Aber wir sind jetzt jedenfalls einmal auf dem Weg und melden uns nachher wieder, oder? Hast du noch was zum Sagen? Ich muss jetzt denken, schau. Ja, er muss denken, jetzt ist keine Zeit. Slow. Das heißt, Slow ist weststeirisch und heißt natürlich langsam. Ja, stimmt, das Slow. Heißt slow down. Genau. Das heißt, deswegen müssen wir jetzt langsam machen. Genau, darum stehen wir jetzt einmal. Genau, entschleunigen. Mein Gott. Das Wort des Tages. Ich sehe heute schon wieder, ich will jetzt nicht weiterreden, weil ein Intro ist immer mindestens eine halbe Stunde. Aber schau, beim schon, ja. Ich sehe heute schon wieder. Entschuldigung. Ja, was denn? Ich sehe heute schon wieder, was du so viel lernst von mir. Ja. Und schau mal da oben dahin. Schau dir das an. Bitte schau dir das an. Wunderschön. Na, nur für mich, für uns. Und alles für mich bestellt. Alles bestellt für dich. Was muss man noch alles für dich bereitlegen? Was mit den Kränen, ja? Ja. Weil mir ist auch schon gesagt worden, ob ich immer so auftrat bin. Ich fühle mich überhaupt nicht auftrat, ich fühle mich einfach so, wie ich mich fühle. Ja, genau. Und wenn ich mich so fühle, dann fühle ich mich so. Und dann bin ich gefreut und gefreut. Wenn es mich nicht gefreut, dann freut es mich auch. Das ist das Beste, wenn es dann immer gefreut. Ja, immer gefreut es mich auch nicht. Ah, nicht? Wenn ich schlafe, dann kann ich nicht empfinden. Ja, wenn du sagst, immer. Du musst ein bisschen mit den Wörtern. Ja, ich weiß, nicht bin du bin unvorsichtig. Ja. Du hast schon recht. Aber erzähl mal was von dir. Was? Wolltest du den Leuten erzählen, die dich noch nicht so gut kennen? Nein, ich sage nur das, was halt manche wissen wollen. Gell? Natürlich gibt es auch andere Fragen, ja. Aber das ist für mich Intimität. Ja, alles müssen wir auch nicht verraten, gell? Ja, ich habe gar kein Problem. Über den Kastanienbaum was zu erzählen. Und eine Vorankündigung noch. Ich werde dann einige Tage Richtung Italien. Eher Italien als wie
Afrika. Also Afrika ist mir zweit. Ist ein bisschen zweit, gell? Ja, aber sonst habe ich vor, da noch Italien oder Kroatien für einige Tage eine Tour zu machen. Sehr schön. Und ja, wann das genau ist, wird sich dann erweisen, weil mit mir das abgesprochen wurde. Es wird mein Wohnmobil beschriftet. Obwohl blau nicht, mein dunkelblau und blau ist eigentlich nicht so meine Farbe. Ursprünglich haben wir gedacht, ich tue das mit, ist das jetzt lang jetzt so schon? Also mir war schon zu fad. Da ja, da ich schneide dann eh ein bisschen. Also du schneidest nachher, okay. Und da, weil du hast mir ausgebracht, wo bin ich in Schneckling? Deine Farbe ist zwar nicht blau, aber du beschriftest trotzdem deinen Bus. Mein Gott, das so Hochdeutsch sprechen jetzt bei mir. Ja, damit die Leute was verstehen, was die also, für viele deutsche Zuschauer auch. Bist du der Wilfi? Ja, ja. Ihr seid nach Ungarn. Achso, Deutschland. Ja. Ihr seid. Ja, Ungarn habe ich vielleicht auch ein paar. Ja, und Kilo Kartoffeln habe ich schon mit. Mein Bruder, ja. Mein Bruder kennt sie ja schon. Und meine Schwägerin. Ne? Die waren das letzte Mal zu kurz. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, für die Sissi. Sehr schön. Kartoffeln. Ja? Danke. Ja, bitte. Und kostet 52 Euro, sag ich, aber ich meine, er hat das nicht verlangt, aber ich habe sie jetzt mitführen müssen. Ah, okay. Aber weil, ja, der Transport ist so teuer, gell? Ja, ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn heutzutage mit dem Transport. Erst dann kommen wir jetzt einmal vom Tunnel raus. Da. Der Tunnel ist extrem lang, gell? Wahnsinn. Schauen wir, was so heute noch auf uns zukommt. Und da ist jetzt einmal das Ende des Tunnels. Da soll mir einer sagen, wir kommen nicht vorwärts. Richtig. Wo sind wir jetzt, lieber Hubert? Erzähl einmal ein bisschen. Mein Lieber. Ja, lieber. Das letzte Mal schon auch gesagt, ja. Lieber Hubert. Du dich zu viel verwöhnen? Nein. Na, da passt es ja. Hast du so gesagt, für den Lieber? Ja. Lieber Hubert. Genau. Bist du teilbar? Du willst mir warm mit viel machen. Ja, dann zieh ich die Socken aus. Und muss jetzt erst die Schuhe rausziehen. Ja, kannst du. Genau. Alles ist erlaubt. Ja, alles? Ja, fast. Na, so. Übertreiben wir es nicht, fast alles. Da haben wir. Wo sind wir jetzt? Ja, erzähl jetzt ein bisschen. Sind wir da in Köflach. Wenn du da jetzt raufgehst mit der Kamera, da oben, ja, wo die Wolken sind, da fahren wir jetzt rauf. Ja. Ja? Da wird es heute ein ganz tolles Panorama geben. Wo? Super. Bin mir sicher? Da bin ich mir auch sicher. Ja. Und da vorne kommt noch die Tankstelle, wo wir das letzte Mal. Wo du das Erlebnis gehabt hast. Was habe ich? Das Erlebnis hast du gehabt. Mit wem? Mit den Leuten, die kein Lachen machen. Ach so, das Erlebnis war es. Okay. Ich habe gedacht, weil da war ich am Klo auch noch. Nein, da hast du nichts davon berichtet. Ja, das habe ich auch nicht dokumentiert. Das angesprochen. Ja. Das habe ich jetzt nicht schön geredet. Ja, ja. Aber das ist mir jetzt so intim. Nein, das muss, alles müssen die Leute auch nicht wissen, gell? Es gibt Dinge, da, es gibt Grenzen. Also für mich, ich hab da keinen, wie sagt man da, keinen Genierer oder so. Ach so, ich dachte, das ist da zu intim, musst du mal entscheiden. Was habe ich? Ich dachte, das ist da zu intim, musst du jetzt aber mal entscheiden. Ich weiß nicht, was du unter intim verstehst. Das ist die Frage, die Definition, gell? Ja, eben genau, aber die will ich jetzt nicht erklären, weil das versteht keiner. Eben, meine eben. Meine Definition davon. Ja, ich glaube, es ist die leider wurscht. Jetzt manchmal Meldungen von dir, alles was ich sage, alles was ich tue, ist so. Ja? Was denn? Ist sowas von wichtig. Ach so. Du kannst nicht einfach hergehen. Deswegen protokolliere ich das ja. Ja, und dann schneidest du alles aus. Ja. Ja, dann eher sicher, da muss ich was ausschneiden, sonst wird es ja fad. You know we got what you need, baby, today.
ein besoffener einer, ja? Mhm. Dann hat er eine Runde dort geschmissen, der hat den Schnaps runtergewichst, bist du der bei dir natürlich nichts getrunken. Mhm. Weil ich ja ein Anfahrer bin. Ja. So fröhlich, ich weiß nicht, ich habe mit einem. Mir hat in meinem ersten wirklichen Rausch, ist das, glaubst du, interessiert es mich jetzt und erzählt? Ja, weiß ich nicht, ob es dich erzählt, aber vielleicht interessiert es ja die Leute. Ja, interessiert es die? Ja, ich möchte es gerne wissen. Na, dann erzähl es nicht. Ach, du immer das Gleiche mit dir. Ja, na wie? Dann sage ich. Ja, das ist halt das Problem, du sagst immer, die Wünsche werden nicht erfüllt. Man muss immer das Gegenteil bei dir sagen. Wenn man es hören will, muss man sagen, nein. Ein anderes Mal. Jetzt hat sich das geschnurrt. Ja, ich bin eine Schnellcheckerin. Naja, es dauert immer ein bisschen bei mir. Ich bin zuerst still und dann dauere ich auf und dann wünschen sich die Leute meistens, dass ich wieder still wäre. Aber dann ist es schon spät, wenn es mal losgekommen ist. Aber ich glaube, bei dir sind auch Deckel noch zu, die du nicht weißt, die dir zu sagen. Ja, das glaube ich schon. Kann man aufmachen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Sicher einige Deckel bei dir, ja, was du noch nicht siehst. Aha. Und ich weiß auch, wie man die aufmacht. Okay. wird das jetzt intim, oder wie? Nein. Ach so. In allen Varianten. Total. Auch ohne Eier. Nur Speis. Genau. Ja. Habe ich schon mal gehofft, finde ich. Ja, das habe ich mir irgendwie aus dem Ganzen herausgefiltert, was? Gefiltert ist ein schönes Beispiel. Ja. Das Thema. Genau. Jetzt ist das Thema. Das Gabel. Richtig. Und da fahren wir jetzt auf. Da fahren wir. Ja, das habe ich. So habe ich mir so gedacht. Ja, und das Auffahren jetzt ist das vor der Aufstieg. Ja, obwohl ich steigen tun wir nicht, wir fahren ja. Ja, das haben wir so die Anbahnung. Ja, genau, die Anbahnung auf zum Höhepunkt. Richtig, genau. Die Anbahnung für den Höhepunkt. Mhm. Da haben wir ja direkt drüber. Das, ja. Wenn der länger dauert, die Anbahnung, wie schön dass das ist. Ja. Die steigert sich dann dorthin. Mal schauen, da musst du das sehen. Ja, da sind wir drauf gekommen, genau. dass der Weg zum Höhepunkt oder zum Höhepunkt hin fast wichtiger ist als der Höhepunkt selber. Genau, und das sieht man ja da. Bei Anbahnen heißt ja Bahn, du siehst jetzt die Straßen. Bahn. Ja, die Bahn. Und an, wir fahren auf dieser Straße. Ja. An der Bahn. Mhm. So, schau, da oben ist wieder der Heisel. Mei. Hast du jetzt nicht gesehen? Echt? Gibt es irgendeinen Bruchbude? Schau, da oben, da ist gar nicht da. Das wäre genau der Heisel. Schau, leider nicht gesehen, ja. Aber ist das nicht schon schön gewesen? Nein. Hat eher wie ein Hundsitten ausgeschaut, aber. Na, dann passt es, ja. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was Gabel. Gabel heißt Gabel. Und das wird geschrieben mit G, so wie Gustav. Ja. Dann A wie Anton. Ja. Dann B wie Butter. Mhm. Dann E wie Esel. Mhm. Dann R wie Rumpelstilzchen. Okay. Und das kennt jeder. Ja. Ich wollte sagen Rudi, aber den Namen, der ist auch verschrien. Lass mal es beim Rumpelstilzchen, ja. Ja, ich weiß auch nicht, schreibt man Rumpelstilzchen mit den R? Ja, sicher. Ah, okay. Das ist ein Blödsinn so. Nein, das passt. Ah. Und, warte mal,
Und L wie? Ah ja, Gaberl und L wie Lateinamerika. Du kommst auf exotische Sachen. Wieso exotisch? Das kennt ja auch jeder. Ja, hast recht. Aber Gabel ist ganz klar. Das kommt von Gabel. Mhm. Ein Gabel, also schneidet so Gabel, gell? Ja. Gabel. Schreibt sie so. Gabel schreibt sie mit G, so wie. Achso, das habe ich schon gesagt. Ja. Ja. Ball nämlich. Da oben, wenn du am Höhepunkt bist, dann gehst du noch auseinander. Ich meine jetzt nicht jetzt so der Dicken her oder so. Ich meine nicht. Aber am Höhepunkt gehst du dann wieder auseinander. Okay. Ja? Also es gabelt sich. Richtig. Gabelung, kommt von der Gabelung. Exakt. Siehst du, und das ist das. Jetzt sind wir am Höhepunkt. Jetzt sind wir schon da? Jetzt kommt noch der Höhepunkt. Aha. Der Jodler. Den müssen wir unbedingt aufnehmen. Kann ich auch noch dazu. Ne? So, jetzt fahren wir da um. Weil da geht es nämlich um. Da kommt man oben jetzt nach Spülfeld. Okay. Ja? Aber da fahren wir jetzt nicht. Okay. Das sind Motorradfahrer. Ja. Die kommen da ab und zu, steigen da runter. Und da. Ihr seid euch, Jungs. Gebührenpflichtiger Parkplatz steht einmal da. Okay. Tagesticket BKW 3 Euro beim Automaten. Ja, jetzt fahren wir mal ein, jetzt suchen wir mal einen Automaten. Weil vielleicht ist der hin und kann ja nichts dafür. So, da schau. Ich weiß, wir sind beim Gaberl. Skilift, die Gaberl ist da gestanden. Genau, Skilift. Was, 1551 Meter sind wir jetzt? Genau. Und da sind die Schneekanonen, nur Schneekanonen. Aha. Ja, ist eh besser vielleicht. Ja, genau. So, okay, weißt, nur die Windradeln sterben mich, wenn ich ehrlich bin. Ja, die können weg. Nur 3 Kilometer gehen wir nicht zu Fuß. Und dann wieder zurück. Wir werden eins machen. Wie spät ist denn jetzt? Ist es schon vorbei, Volvo? Schon Volvo vorbei? Wie ist er denn noch schon? 16.34 Uhr. Ja, das ist wichtig. Weil alles, was vor Volvo ist, ist für den Höhepunkt. Nicht gut, oder wie? Ja, das kommt immer drauf an. Ja, halbe Sachen sind nicht gut für einen Höhepunkt. Nein, nein. Aber was, ich habe mir gedacht, wir kennen ja 2 Höhepunkte. Ja? Reichen, das ist ja gar kein Problem. Erzähl. Für mich sowieso nicht. Welche Höhepunkte hast du noch geplant für mich? Ja, wir können nicht da oben fahren dann wieder. Wir fahren irgendwann fahren wir wieder runter. Ja, klar. Sieht man sich vom Höhepunkt zurück. Ja, natürlich. Ja. Und hast du das jetzt alles aufgenommen? Nö, ich bin mittendrin. Ich glaube, die Leute kennen da ein bisschen andere. Wir müssen vielleicht ein bisschen andere Wörter. Das kommt mir jetzt irgendwie. Was müssen wir? Vielleicht andere Worte nehmen. Jetzt ist mir gerade gekommen, weißt du, es könnte ja sein, dass jemand so Höhepunkt und Anbahnen und so. Da könnte dass die das so falsch verstehen oder was? Ja, mir ist das jetzt so. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die das falsch verstehen, dann ist es ja in denen ihren Kopf und nicht in unseren. Da können wir ja nichts dafür. Ach so. Sind selber verantwortlich dafür, wenn sie was Falsches denken. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Zweiten Teil geben von Hubert auf Tour. Der Lines könnt ihr auf meinem Kanal Aperio Report sehen, wenn ihr Lust habt. War sehr lustig, der erste Teil. Ja, und demnächst folgt dann der zweite Teil. Dann schneide ich zusammen, was wir so erlebt haben heute und was wir noch erleben werden. Und ja, warte mal. Ist das ein Öch? Ich sage ja
Ja, aber was ist das? Magst du da Raum her? Ja, servus, was machst du da Raum? Da mitten auf der Arm herst. Ich weiß auch nicht. Schau, da drüben. Da trifft man sich so zufällig, gell? Da drüben ist ein Berg. Ja, ja, das ist ein Berg. Ich weiß nicht, was du schon dort gezahlt hast bis jetzt. Weil wir haben ja jetzt drin eine Jackenanzug. Ist ja, cool. Ja, es ist kühl, gell? Ja? Hier oben. Sollte ein bisschen wärmen, oder? Ja, vielleicht wird es gar nicht so schön. Ja, noch im Auto drin ist es, aber ja, nicht so schön warm. Und da drüben, ja, ist die gegenüberliegende Hang. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Hast du nein, erzählt? Passt schon. Ich bin jetzt erzählt, dass wir gerade unterwegs sind und da habe ich gerade irgendein Viech entdeckt. Siehst du das? Ja, sicher, das ist ein Ochs. Ochs mit Hell, das ist ein steirisches. Zuerst habe ich gesagt, ein Ösch, aber das ist ein Hirsch. Aber das ist kein echter, ne? Das ist ein Plastikviech, oder? Ja, wir haben nur Plastikviecher da. Nein, alles künstlich. Der Schnee ist künstlich, die Viecher sind künstlich. Ja, wegen der Umwelt. Wir sind ja total umweltbewusst. So, ja, weil wir haben die Viecher alle weggeschossen. Und haben nur mehr Plastik, haben wir nur mehr Plastikviecher hingestellt. Weil die machen überall hin. Ja, eben und wegen dem Klimawandel und so. Ne? Ja, und dann fressen sie. Weil die furzen und dann CO2 und so. Ja, ne? Was glaubst du? Ja, ja, ist ja sehr vernünftig. Ausatmen. Oh Gott, das ist ja gefährlich. Aber ich habe wirklich gehört, dass sie wieder ansetzen werden. Ah, okay. Gell? Warum? Weil dann kriegen alle ein Larven. Damit sie das, was sie ausatmen, dass das drinnen bleibt. Ja, das ist eine ganz eine vernünftige Sache. Total. Das sehe ich ein. Und das ist jetzt gerade in Probelauf. Habe ich gehört, ich weiß es nicht bestimmt. Ja, das ist jetzt ein Probelauf und ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Und hinten sieht man schon die Schengen Windräder. Herrlich. Herrlich, gell? Die komplettieren natürlich den Ausblick ungemein. Also das kann man sich gut, heutzutage Natur und ohne Windradl kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Ja. Gell? Und was das ist ja sowas Klasses, gell? Ja. Da haben sie ja das auch unter anderem so hoch gemacht, weil die Viecher alle weg sind mit der Bewegung auf der Alm. Ja. Weil sonst hast du da nicht, du schlagst nur die Bäume durch. Und da umschaut. Ja, aber jetzt hast du Bewegung. Ja, jetzt hast du Bewegung. Da braucht man kein Viech mehr. Man hat ja das Windrad. Ne? Da ist Leben. Leben. Und du kannst auch mitzahlen, wie oft sie sich um ein Dumm drauf. Ja, das ist echt schön. Ist schon klasse. Ne? Dann verstehe ich das mit dem Plastikhirsch da natürlich schon. Ne? Macht Sinn. Ja, eben. Ich meine, ist natürlich ein Blödsinn. Nein, natürlich nicht. Also, ich habe genau gehört, beim Automaten. Ja, und? Da gibt es die Automaten, ne? Ja, wegen die Automaten. Wegen die Noppen, genau. Oder was ist? Nein, das war wieder was anderes. Das war was anderes. Ich verwechsel das schon langsam. Das ist reingefallen. Und ja, da muss man jetzt nicht zahlen, weil es ist jetzt es ist nur nachher, was im Schnee ist. Ah, so, ist klar, ja. Klar, wenn der künstliche Schnee dann geschossen worden ist von der Schneekanone. Genau, nein, weil da geht es ja mit Skizeit. Verstehe. Okay. Ja, umso besser. Oh, du hast aber schöne Haare. Ja, danke. Du musst die waschen einmal, oder? Ja, heute habe ich es gewaschen. Nein, gestern in der Nacht. Ja, die Leute, aber das ist ja dazu, die Leute wollen von dir auch was sehen. Die wollen von mir was sehen? Ja, sicher. Ja, sie haben ja schon meine Hand gesehen, das reicht ja wohl. So, nein, okay. Ja, mir ist eh wohl. Das ist nicht jeder Mädchen, wenn man da ist. Ich bin zu geschamig, weißt du? Ja, siehst du, da hinten oben ist noch. Ja. Bei Skabel, ne? Der Kabel. Ja. Da geht es noch oben nach Spürfeld. Judenburg, Spürfeld. Ah, da ist das. Ja, das ist unser kleiner Höhepunkt. Na ja, Moment, das ist. Was denn? Was gibt es schon wieder zu kritisieren? Ja, ich will nichts kritisieren. oder. Ah. Genau. B. Du musst jodeln. Stimmt. Holere Lodi. Holere Lodi. Genau. Auf der Alm. Gibt's kein Sinn. Auf der Alm. Sind alle blind. Okay. Auf der Alm. Da sind wir heil. Holeri. Holerei Tullio. Hollerie, iri, hollerie, iri, hulje, iri, lori, je, iri, lori, je, iri, lori. Da war ich auch um mich fast verschluckt. Ja, ist das noch? Da hören wir lieber auf. Ja. So, mit diesem Ausblick wünsche ich einen schönen Tag. Ja,
aber ein bisschen Gas da rum, ne? Absolut. So, Hubert, jetzt geht's ans Eingemachte, oh, oder? Nein, bitte nicht. Ja, also doch schon. Also geht's ums, also ums Leibliche, sagen wir so. Ja. Ums Leibliche geht's jetzt. Ja, erzähl bitte. Ein bisschen. Was bitte hast du jetzt vor? Was ist jetzt soll vor? Ich anfangen? Ja, was du jetzt geplant hast. Wirklich? Ja? Gleich direkt fahren? Ja, gleich direkt, ungeniert. Aber du hast ja das Handy in. Ja. Jetzt ja, also, sag einmal. Nein, entschuldige, jetzt da. Sei einmal ernst drauf. Ja, ich bin immer ernst, hallo. Da, du dir. Ja. So, ich wäre jetzt da oben am Höhepunkt. Mhm. Weil sobald es den Höhepunkt erreicht, hat man meistens einen Hunger. Genau. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hast du das gemerkt, wenn wir da oben waren? Ja, der Hunger hat sich gemerkt, gell? Weil du noch ein bisschen schlapp ist klar, weil wir sind jetzt da oder mindestens 20 Meter oder so sind wir da oben zusammengegangen. Ja. Und jetzt gibt es einen speziellen Höhepunkt. Nachmahlzeit. Mhm. Das ist eine Pfanne. Ja. Und da drinnen habe ich zwei Ölsorten. Ja. Welche? Das eine ist Olivenöl. Mhm. Also aus Oliven gemacht. Aus Oliven, ja. Weil sonst darf es ja nicht Olivenöl heißen. Ja. Ja, logisch. Also muss ich jetzt ein bisschen zugeschalten, weil sonst spritzt es. Ja, das will man nicht. Nein, weil das ist. Bevor der Genuss nachher da ist, soll es ja nicht da alles anspritzen. Genau. So. Ja. Und Olivenöl und das zweite? Das ist Avocadoöl. Avocadoöl, was ganz Exotisches. Und dann schneidet man, das tut man auch waschen. Man lässt die Schollen um. Ja. Ja, man kann es natürlich auch schollen auch. Ja? Aber das sind gute Bio-Kartoffeln, da braucht man das nicht. Ja, und außerdem, so wie beim Apfel, sind unter die Schollen sind die Nährstoffe. Natürlich, wenn das nachher erhitzt oder so. Ja. Am besten wäre es natürlich, wenn wir es roh essen würden. Ja. Aber das habe ich jetzt auch gelöst. Und dann fängt man halt an zum Schneiden. Einen Schnitt. Siehst du schon? Mhm. Muss natürlich ein gutes Messer haben, gell? Klar. Dann den zweiten. Ich mache nämlich, es gibt nämlich Kartoffelchips. Mhm. Pur, ja? Sehr gut. Und das wird nachher da in das heiße Öl reingelegt. Mhm. Weil wo soll ich es sonst hinlegen? Ja, sicher. Weil ich will nicht umsonst da das Öl aufheizen. Kostet ja alles Geld. Eben, deswegen. Und hast du einen großen Hunger oder? Ich meine, hat ich will mal probieren. Hat dir der Höhepunkt geschafft oder? Nein. Ich könnte noch einmal. Ja, ich auch. Also, ich könnte noch fünfmal so raufkommen. Ja, die Menge ist bei mir sowieso überhaupt kein Problem. Ja, ja. Super. Da tut man es zuerst einmal ein bisschen so anbraten lassen. Mhm. Und dann traut man es gleich, nicht gleich, dass es braten ist, um. Weil, das sind ja zwei Seiten. Es hat ja zwei Seiten. Ja, alles hat zwei Seiten, und oder fast alles. Vorne und hinten auch. Ja? Und je nachdem, wie man es halt gerne haben will, auch vorne oder hinten, dann dreht man es halt so um. Und ja, am besten ist von allen Seiten, ne? Total. Weil sonst. Total. Und sonst gar nicht gleichzeitig, aber das geht nicht gleichzeitig, weil ja. In dem Fall nicht, ne? In welchem Fall sonst? Nein, ich meine, in der Pfanne nicht, ne? Aber du hättest so einen. Würde man ganz schön in der Pfanne auch umdrehen. Ja, umdrehen schon, aber gleichzeitig geht es weniger in der Pfanne. Dann müssen wir dann ausprobieren. Ja. So, aber du brauchst so einen Griller, was man zumachen kann. Da kannst du es von beiden Seiten gleichzeitig. Was ist los? Du, das könnten Sie schon wieder anders verstehen. Ja, aber YouTube wir ist sehr nett, gell? Wir haben uns gerade vorher haben uns einmal draufgekommen, dass das vielleicht in das falsche Kräpfel kommen könnte bei jemandem, der sagt, der macht da so Sexreisen oder, um Gottes oder, Willen. Oder so etwas. Nein, ich sag nur. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir haben uns gerade vorher draufgekommen mit Höhepunkten, was man da reden oder so, das kann jemand anders verstehen. Um Gottes Willen nicht. Und dann hast du vielleicht Hubert auf einer anderen Reise, weißt du, ja? Die hätten sowas gefreien, wenn dann die Leute sagen, die hätten sie wohl mitfahren. Offen bin ich ja aufgeschrieben, jetzt sowieso alles. Okay, aufgeschrieben, ja. Die Wünsche werden aufgeschrieben. Total, ja. Und die hören die Wünsche gerne an, ich habe damit auch kein Problem. Ich denke mir jetzt auch, die Leute werden sich schrecken, der erste Teil so harmlos und der zweite Teil. Aber das Problem ist, die meisten haben nicht zugehört, was wir beim Tisch stehen ist geredet haben. Sonst hätten sie schon gewusst. Genau, aber wir haben da auch nichts Zweiteiliges durch. Nein, überhaupt nicht. Aber nur jetzt sind wir da oben am Höhepunkt draufgekommen. Ja, ja, das ist eigentlich die Gegend, die schuld. Gell? Naja, die Gegend.
Ich glaube, das ist schon in unserem Kopf da. Nein. Gar nicht. Und was habe ich jetzt wollen sagen? Jetzt braten wir es an von allen Seiten. Jetzt braten wir es. Aber jetzt will ich wissen, das wollen die Leute wahrscheinlich auch noch wissen. Wofür so jetzt, was hast du für ein Spezielles so jetzt? Ich bin jetzt neugierig. Wie gesagt, ich war schon eine Woche oben. Schon hier mein Gesicht da. Ich bin da unten umeinander da. Nein. Die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Die sind so dicht. Das reicht ja nicht. Nein, ich nicht. Da spielt es eventuell was anderes ab. Im Bauch vorher oder nachher. Ja, die Verdauung. Ja, und da war ich eben im Waldviertel und da fahre ich nachher zu Bauern. Es gibt so tolle Bauern in ganz Österreich, Biobauern, die machen Fleisch, Lamm, Ziegen, Ochsen, dann Schaf, dann alles, dann Gemüse und so, wirklich mit Liebe. Und da habe ich einen gefunden, der macht zum Beispiel ein Salz auch. Mhm. Und zwar was für Salz? Bärlauchsalz. Bärlauchsalz? Bärlauch schaut so aus, es ist okay. Eine Pflanze. Ja. Ja, super. Und so schaut das Salz aus. Aha. Und Bärlauch ist sehr gesund. Ja. Ich weiß zwar nicht für was. Wir haben es gesagt, es kann sehr dazu beitragen, dass man für die Anbahnung. Für das auch? Nein, speziell für das, dass es sehr unterstützend sein könnte, kann. Darum möchte ich es bei dir ausprobieren. Ja, schauen wir. Und, ja, schauen wir mal, ob sich dann das riert. Ich meine, ich mein jetzt, dass ich das. Du weißt, was ich meine. Ja, aber wir sind ja schon am Höhepunkt oben. Das hätten wir ja vorher dann zum Essen gehen müssen. Das ist die Reihenfolge. Du denkst schon wieder das andere. Das ist jetzt. Nein, ich denke gar nichts. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht für meine Kommunikation. Wie heißen die jetzt schon wieder? Deine Leute. Meine Leute, genau. Das ist nicht hilfreich für deine. Das könnte jemand zuschauen, verstehst du? Der hat noch nie. Der hat noch nie auf der Alm gewesen oder so. Oder ja. Auf dem Höhepunkt oder so. Und was wird sich der von mir denken? Das ist ja, ein. Aber gerade wenn man noch nicht hat, dann wird man ein Gusto drauf kriegen, wenn man uns zuschaut, oder? Hast du schon? Ich meine, bist du jetzt das erste Mal da auf dem Höhepunkt? Ich war da noch nie, ja. Ach so, ja. Der erste Höhepunkt, ja. Und sparen die das jetzt an für die Zukunft? Ja. Mehr öfters und so? Eigentlich schon mehr, also mir zumindest, ja. Ja, dann könnte vielleicht das Thema auch ein bisschen hilfreich sein. Du denkst das Thema, was ich denke, oder? Denkst du das Thema, was ich denke? Ich denke schon, dass ich das denke, was du denkst. Ja, ich hoffe es zumindest. Ja, ich hoffe es. Es geht um die Kartoffeln. Ja. Und wie schaut es jetzt aus? Sind sie schon fertig? Sie sind schon sehr gelb, schau. Ah ja, genau. Ja. Das wollte ich dir fragen. Wann weiß man, wenn es fertig ist? Normalerweise, wenn es Fett spritzt. Aha. Und dann. Okay. Ja, aber hat man dann nicht einfach zu viel eingeschalten? Hat man dann nicht zu wild, wenn es zum Spritzen anfängt? War man dann nicht zu wild? Ja, wenn man zu schnell. So schnell. Ja, das eben, ja. Das ist ja nicht, ne? Nein, auch nicht unbedingt. Weißt, es ist, ja, manchmal schon, weißt, hey, etwas, jetzt habe ich Lust drauf und so, dann tut man halt das wirklich zack, zack und zick, zick, ja. Ist ja nichts falsch dran. Hauptsache, der Kartoffel ist durch. Genau, richtig, der Kartoffel ist durch. Ja. Aha. Dann kriegen wir Besuch. Oh je. Will jemand meine Kartoffeln essen? Genau. Ja, es schaut schon sehr gut aus. Perfekt. Da stolz er sich schon ein bisschen auf. Mhm. Weil er schon das spürt, das Fett. Ja. Weil so warm ist. Ja. Und. Ja, schaut ja wirklich. Sehr gut. Also, falls jemand das nächste Mal mitfährt und er will sowas halt mit mir genießen, dann. Ich brauche nur sagen, Kartoffeln und entweder nur mit Salz oder mit Knoblauch. Genau, falls jemand interessiert. Ich meine, ich würde ja wegen dem Genuss, weil den ja, sicher. Genuss. So, Dalla, jetzt sind wir da am Gabel, am Höhepunkt. Da oben war der Höhepunkt, ja, der war schon, ja, der Höhepunkt war schon, stimmt. Gestern haben wir auch schon, es hat sehr gut geschmeckt, muss ich sagen.
leckere steirische Bio-Kartoffeln selbst angebaut, wunderbar. Kann man herrliche Chips draus machen, wunderbar. Und jetzt könntest du wieder was sehen. Das ist jetzt, ja, es ist, das ist zu übertrieben. Echt so übertreibe ich schon wieder. Wenn du innerhalb einer halben Stunde zweimal das gleiche Wort sagst, dann ist das eine Übertreibung und das ist mehr oder weniger Was ist das? Ist wurscht, das Wort. Das ist noch eine Übertreibung, ist einfach, dass du etwas mehr bekannt oder so machen willst, weil es eigentlich nicht so ist. Ah, oh je. Was? Wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Mandel zum Mandel, ein Mandel zum Weibel sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, dann kannst du sicher sein, Ach so? Das ist was anderes dahinter steckt, gell? Aha, okay, gut, da lerne ich wirklich was fürs Leben. Ja, wirklich. Ich meine, ich weiß es nicht hundertprozentig, dass es so ist, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, wenn einer hundertmal das Gleiche sagt, dann würde ich sagen, ja, passt schon. Ja, eben, immer was anderes. Ja, eben. Aber schon Mistkübeln hast du ja oben auch. Ja, ganz wichtig, Mistkübeln. Ja, beim Höhepunkt, wenn du am Höhepunkt, also jetzt bergmäßig oben bist, dann fällt ab und zu nach dem Höhepunkt der Besuch, fällt nachher ab und zu Müll an. Ja, richtig. Ja, richtig, muss man natürlich artgerecht sein. Total. Und jetzt, jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, da haben wir noch nicht drüber geredet, der Nebel. Der steirische Nebel. Ja, wir haben den jetzt heute wieder, damit ihr seht den Unterschied. Das letzte Mal haben wir den, wann waren wir samstags, gell? Waren wir da oder nicht? Ich glaube, ja. Ist ja wurscht jetzt. Der war an den Abend der Nebel. Ja. Heute ist ja Sonntag. Und heute ist der Sonntagsnebel. Und ich werde den Unterschied sehen, wenn du oben noch rauffährst und das einfach testet, wisst ihr? Echter steirischer Sonntagsnebel und sowas gibt es nicht gratis, nein, gell? Das Zwinker-Smiley. Hast du das Paypal? Paypal-Konto habe ich eingerichtet, kannst du schon spenden, gell? Okay. Ja. Also über 100, wird alles angenommen. Über 100 Euro wird alles angenommen, wird kein Wechselgeld zurückgeschickt, das leider nicht. Nein. Wegen Wechseln. Wechseln kann man nicht. Wechseln leider nicht. Tut mir leid, oder außergeben auch nicht. Nein. Wir sind mit der Kasse. Nein, wirklich nicht. Nein, wir sind ein Depot dann. Und wissen noch etwas. Deswegen zahlen oder so. Ja. Ich brauche kein Geld mehr. Wirklich nicht, ja. Aber ich will aber anderen. Es gibt ein Gefühl des Loslassens. Und heutzutage kommt mir vor, hängen alle viel zu viel an die Sachen. Ja, bitte an die Sachen. Und am Geld ist es genauso. Und ich kann euch nur eins sagen. Eines der schönsten Gefühle als wurscht jetzt, bla bla, ja, ist loszulassen. Darum gebe ich euch die Möglichkeit, auf dieses Paypal, wie heißt das? Paypal. Genau. Euch da ein bisschen dran zu gewöhnen, loszulassen. Das ist eine Therapie. Ja, total. Das gehört nämlich zu meiner Grundfort dazu. Und kostenlos noch dazu. Ja, dieser Service ist kostenlos. Genau. Dann, Loslass-Therapie. Noch ist ein Tausendsaal loslassen oder so. Noch mehr. Oder eben habe ich Heisel gleich überweisen oder so. Ja, ich nehme einen Bruchboden. Also das nimmst du dann in Besitz, oder wie? Wenn das irgendjemand als Loslassen gibt. Moment einmal. Nein. Das geht in mein Eigentum. Ja, ganz ehrlich, da musst du aber auch loslassen, gell? So geht's nein, nicht. Ich opfere mich. Ach bei so. Mir ist es das Opfergefühl. Ich opfere mich für euch. Für die anderen. Du bist so selbstlos. Na, selbstlos bin ich auch wieder nicht. Du sagst nicht mehr oft Wörter, weißt du? Für wo kommen die her bei dir? Das ist mein Schädel halt nicht. Das besteht erstens einmal aus zwei Wörtern. Das heißt selbst und los. Und so halt. Aber nein, wirklich, es gehört zu der Therapie dazu, loszulassen. Wenn jemand mit mir immer noch mitfahren will. Ja, genau. Hat sich überhaupt schon jemand angemeldet?
Bei mir nicht. Nee, aber bei dir schon. Wieso bei dir? Nee. Ja, schon. Sie wird übrigens meine Administratorin. Ja. Weil sie hat bereit erklärt, jetzt noch einen Höhepunkt um. Haben wir vorher schon drüber geredet? Ja, doch. Aber da war es noch nicht so fix, gell? Ja, nein, jetzt. Der Höhepunkt hat mich was los. Ja, wer eine Tour machen will, der kann sich auch bei mir melden und ich leite es dann weiter, ne? Das wolltest du sagen, oder? Naja, schon, von mir, mir ist das wurscht. Das kann man auch schon machen so. Nein, aber du hast das ja falsch gesagt. Wenn jemand eine Tour machen will, das ist falsch. Ich bin der Chef. Ja, wenn jemand mit dir eine Tour machen will. Nein, wenn auch ich nicht. Mit jemandem. Ach so, wenn du jemand. Ja gut, aber die Leute müssen sich schon melden. Kannst du nicht du die melden? Ach so, aber ihr sollt nicht die Einstellung haben, dass ihr eine Tour mit mir machen wollt. Weil das qualifiziert niemanden dafür, dass ich nachher mit ihm eine Tour machen will. Aha. Dass du das falsch verstehst. Ja, ja. Ich biete mich nicht als Tour an, sondern ich biete an, für mich selber in erster Linie, dass ich eine Tour mache, wenn ich will. Erst einmal, wann ich will, wie ich will, wohin klar. Ich will, welche Zeit ich will und das Letzte, mit wem ich will. Mhm. Sagen wir jetzt so 1000 Damen. Damen, oder ist ja wurscht jetzt. Jedes, naja, Leo ist mir, nein, wurscht. Und dann, was ist mit dir zuerst im Vorfeld? Ja, da gibt es ein Casting nachher. Ja, richtig, genau. Da gibt es ein Casting. Individuelles Casting davor. Und, ich habe ja Glück gehabt, bei mir hat es kein Casting gegeben, ne? Aber ich war ja die Erste. Ja, du warst das Versuchskaninchen. Ja, quasi. Genau. Aber du bist jetzt noch nicht durchversucht. Ja? Also, das haben wir noch nicht. Das habe ich noch. Also beim nächsten Mal muss ich mir das schon anfangen zum Überlegen dann. Ja, ich weiß. Ja. Weil, ja, das ist nicht alles aufgegangen. Ja. Nein. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ne? So schön. Der haut immer Brocken da raus. Sind wir jetzt in der Musikszene oder. Ja, sicher sind wir das. Wir machen ja beide ein bisschen. Ja, du mehr als ich, aber ist wurscht. Ja. Nein, es war wieder da. Also für mich aus gesehen, wenn ich das jetzt für mich aus gesehen so sagen darf. Oh, schön. Das war schön, oder? Wunderschön. Also, jetzt ja, das ist auch schön. Ich meine, mit dir war es schön und das jetzt gerade ist auch schön. Ja, jetzt hast du wieder die Kurven gekriegt. Ja, ich kriege immer die Kurven. Sowieso. Und wie? Ich hab zwar nichts gespielt, aber. Oh ja, schon. Mit meinem Knoblauch schneiden und so. Aber ich hab schon. War schön.